Das sind die wichtigsten Mods, die ich auf meinem LS22 Server nutze. Teil 2. Der Production Limit Increaser ermöglicht es uns, mehr Produktionen auf der Map zu haben. Und der Animal Limit Increaser ermöglicht mehr Tiergehege auf der Map. Increase Light Range erhöht den Lichtradius unserer Fahrzeuge. Invoices ist ein Rechnungstool, wodurch sich alle Höfe auf dem Server gegenseitig Rechnungen für erbrachte Leistungen oder gelieferte Güter stellen können. Mit Mission Contractor können wir andere Spieler auf dem Server als Lohnarbeit auf unserem Hof anstellen, damit man sich gegenseitig bei Arbeiten unterstützen kann. Mornam Farms ermöglicht mehr als 8 Höfe auf dem Server und More Trees erhöht die maximale Baumanzahl auf der Map. Lumberjack gibt die Möglichkeit, Bäume auf der gesamten Map zu fällen und nicht nur die, die auf dem eigenen Grundstück stehen. Durch Collect Straw at Mission kann man bei Aufträgen die Strohablage der Mähdrescher einschalten und das Stroh im Nachhinein aufsammeln, um es zu nutzen oder zu verkaufen. Und Big Display sind LED-Schilder, die man an Gebäude hängen kann, um deren Inhalt von außen sehen zu können. Interessierst du dich für meinen LS22-Server? Dann schau gerne auf Twitch vorbei. Dort streame ich fast täglich ab 8 Uhr morgens.